Willkommen zum Video Top 3 Ideen aus dem Buche Jetzt – Die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Ich werde euch die drei Ideen vorstellen, die uns ganz besonders gefallen haben. Fangen wir an. Idee Nummer 1 – No Mind. Wir leben fast immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit, indem wir uns entweder Sorgen darüber machen, was morgen, in einer Woche oder in einem Jahr passieren wird. Oder indem wir bereuen, was wir gestern, vor einer Woche oder vor einem Jahr getan haben. Wenn wir jedoch völlig präsent sind bzw. im Jetzt leben und weder an die Zukunft noch an die Vergangenheit denken, dann erreichen wir einen Zustand, den Eckhart Tolle No Mind nennt. Einen Zustand voller Bewusstheit in unserem Kopf, der völlig frei von Gedanken ist. In dem Buch dreht sich alles darum, wie man diesen Zustand erreicht. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, die eigenen Gedanken einfach nur zu beobachten, ohne sie zu bewerten oder weiterzudenken. Normalerweise identifizieren wir uns mit unseren Gedanken. Wir denken, sie sind ein Teil von uns. Wir gehen sozusagen auf sie ein und führen sie weiter. Wenn beispielsweise der folgende Gedanke aufkommt: Scheint morgen die Sonne oder wird es regnen? Dann denkt man diesen Gedanken normalerweise weiter. Zum Beispiel: Wenn es warm wird, kann ich mein neues T-Shirt anziehen. Wenn nicht, muss ich meine Winterjacke anziehen. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Darauf folgt dann der nächste Gedanke und der nächste und so weiter. Jeder kennt das. Wenn wir unsere Gedanken jedoch lediglich beobachten, dann kommt ein Gedanke in uns auf. Wir sehen ihn, akzeptieren ihn, aber gehen nicht auf ihn ein und denken ihn dadurch nicht weiter. Durch diesen Effekt entsteht ein Moment der Stille in unserem Kopf. No Mind, indem wir vollkommen präsent sind und keine Sorgen oder Ängste haben. Genau so sollten wir auch mit unseren Emotionen verfahren. Egal ob wir uns gut oder schlecht fühlen, wir sollten diese Emotion einfach nur wie eine dritte Person beobachten, ohne sie zu werten. Idee Nummer 2 – Der Schmerzkörper. Laut Tolle ist der Schmerzkörper für all die negativen Gefühle verantwortlich, die wir empfinden. Die meisten Menschen identifizieren sich mit ihm. Sie glauben, dass die Wut, der Hass und die Trauer ein Teil von ihnen sind und sie versuchen, diesen Teil zu bekämpfen. Doch dadurch stärkt man diesen Schmerzkörper, denn er zieht seine Energie daraus, dass wir ihn bekämpfen und dadurch, dass wir glauben, dass er ein Teil von uns ist. Um den Schmerzkörper kleiner werden zu lassen und ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen zu können, muss man ihn einfach nur akzeptieren, beobachten und sich nicht mit ihm identifizieren. Mach dir das nächste Mal, wenn du dich schlecht fühlst, bewusst, dass gerade dein Schmerzkörper aktiv ist, dass er kein Teil von dir ist und dass du ihn lediglich akzeptieren musst. Wenn du dies einige Mal gemacht hast, wird dein Schmerzkörper sich verwandeln und zu etwas Gutem werden. Dann musst du nur noch darauf achten, keinen neuen Schmerz mehr zu erzeugen. Idee Nummer 3. Du kannst bereits jetzt erfüllt sein. Laut Tolle ist es kein Prozess, den man durchlaufen muss, um Erlösung zu finden. Man muss also nicht auf einen Zeitpunkt in der Zukunft warten. Genauso wenig ist unser Glück abhängig von Menschen oder Ereignissen. Das heißt, dass wir auf nichts und niemanden warten müssen. Alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein, haben wir bereits in uns. Doch fast jeder Mensch hat Angst davor, vollständig im Jetzt zu leben. Denn das würde bedeuten, durch den Schmerz zu gehen, all das zu akzeptieren, wovon man sein ganzes Leben lang weggelaufen ist, und mental all das aufzugeben, an dem man festhält. Sowohl unser Ego als auch alles andere. Doch egal wie sehr wir uns dafür fürchten, wenn wir uns dieser Angst stellen, wartet ein sehr viel erfüllteres und glücklicheres Leben auf uns. Das war's von mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch ein Abo und ein Gefällt mir da. Das Buch findest du in der Beschreibung. Für tiefergehenden, geilen Content besuche uns auf www.erschaffedichneu.de. In diesem Sinne, hör auf zu denken.